Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder MSP, Movie Star Planet. Ihr seht schon, die Sandy ist eine kleine Fee. Die Freunde von mir haben es bestimmt schon gesehen, wie ich mich ein bisschen umgestylt habe, Leute. Das soll aber natürlich noch nicht das Video sein, denn wir stylen uns heute nochmal um. Wir machen einen Sommerlook und ich bin schon mega gespannt, wie der aussehen wird. Und ich hätte gesagt, wir legen jetzt mal los. Ich habe in den letzten Tagen fast nur MSP gespielt, gefühlt. Mir macht das Spiel so viel Spaß, ich hätte das niemals gedacht. Danke auch an alle meine neuen Freunde. Ich habe mittlerweile 46 Freunde. Der Nick, der hat sich auch angemeldet bei MSP. Er heißt Nick Planet 3, glaube ich. Und hier kam jetzt gerade schon eine Frage, ob ich weiterhin MSP-Videos mache. Und wenn ihr die gerne sehen wollt, dann natürlich. Ansonsten werde ich auf jeden Fall privat weiterspielen, weil es mir mega viel Spaß macht, Leute. Der Nick spielt auch jetzt MSP. Er heißt Nick Planet 3, wenn mich nicht alles täuscht. Er ist auch unter meinen Freunden. Also guckt doch einfach mal bei ihm vorbei. Er hat jetzt im Moment noch nicht so viele Sachen. Dann geht's aber jetzt erstmal los. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Vor allem bei Nick Rollfan, bei Max Glam, Suella hat mir so viele Sachen geschenkt. Marie3726 hat mir die Schuhe geschenkt, die ich anhab. Gamer Darling, die Kette. Amira Grasrock, Lull, I don't know, 1. Peppy Feni hat mir super viele Sachen geschenkt. Und da seht ihr, Poppy Feni hat mir so viele Sachen geschenkt. Ich danke dir recht herzlich. Dann Sweetheart hat mir auch zum Beispiel meinen wunderschönen Glanz geschenkt und meinen Blush. Die Sarah803, Vicky Meer, die Marie hatten wir schon. Dann EmuGirl 100, Lissy145XD, LissySweet14 und natürlich auch Ausrufezeichen, Leerzeichen, Girly mit Doppel-Y hat mir super viele Sachen geschenkt und die ersten Geschenke kamen von CC verschenkt. Ich danke euch alle vielmals für diesen krassen Support. Ich kann es gar nicht anders sagen, Leute. Nur durch euch habe ich überhaupt jetzt Klamotten, mit denen man irgendwas umstylen kann, Leute. Weil ich bin jetzt erst in Anführungszeichen Level 7. Ihr habt mir auch viele Autogramme geschickt. Ich danke euch auf jeden Fall natürlich auch für alle, die mir noch Autogramme schicken und für alle, die mir noch Geschenke schicken möchten. Aber Leute, macht es bitte nicht. Schenkt mir bitte keine Geschenke, wenn ihr selber kein Geld habt auf MSP, wie ich zum Beispiel. Und Leute, das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden uns ein Haustier kaufen. Ich habe zwar noch bei den Aktivitäten, ich muss jetzt quasi... was muss ich machen? Genau, kauf zwei Gegenstände. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Haustier zählt, Leute. Ist mir aber vollkommen irrelevant, weil ich möchte ein Haustier. Und danach werden wir die Sandy noch umstylen in ein Sommeroutfit. Und ich bin mega, mega gespannt, Leute, ob ich das hinbekomme mit den wenigen Sachen, die ich besitze. Quasi mit den Sachen, die ihr mir geschenkt habt. Ich feiere euch so mega. Vielen herzlichen Dank nochmal. So, hier haben wir die ganzen wunderschönen, kleinen, süßen Haustiere. Schreibt mir doch einfach mal jetzt in die Kommentare, welches Haustier gefällt euch am besten. Der Nick hat sich in dieses Haustier hier verliebt, in den kleinen Feuerball. Den finde ich auch mega süß. Ich hätte ihm ihn geschenkt, ich habe aber nicht so viel Kohle, weil ich möchte mir gerne selber ein Haustier kaufen. Das heißt, wenn ich, wobei ich glaube, ich kann ihm den gar nicht schenken. Ich glaube, Haustiere kann man nicht verschenken. Aber ich finde den hier sehr, sehr süß. Ich glaube, der wird es definitiv auch werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich gucke jetzt nochmal durch. Der ist auch so mega süß. Aber die süßesten sind natürlich für VIPs oder für Leute, die richtig viel Kohle haben. Und VIP ist richtig teuer, Leute. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht so eine Woche VIP kaufe. Wenn ich so ein bisschen Starcoins gespart habe, um mir dann alle Sachen zu kaufen, die ich gerne hätte. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Idee. Oder wie macht denn ihr das? Seid ihr VIPs? Kaufen euch eure Eltern VIP oder verdient ihr das irgendwie selber, das Geld? Mich würde es wahnsinnig interessieren, weil es ist wirklich nicht sehr günstig, MSP zu spielen und es so hart zu feiern, wie ich zum Beispiel. Das wäre auch noch voll süß, aber der für 1000, glaube ich, ist schöner. Da habe ich aber halt überhaupt kein Geld mehr, Leute. 750 klingt irgendwie so ein bisschen besser. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Was soll ich tun?
Leute, ich hätte gesagt, wir nehmen das kleine Mäuschen hier und wir drücken auf Kaufen. Und ich habe ein Tier gekauft. Finde es in deinem Raum. Alles klar, dann gehen wir mal auf die Suche nach unserem Tierchen. Wir gehen in unseren Raum und suchen unser Tierchen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Also wir sind jetzt auf jeden Fall im Raum. Und was muss ich jetzt tun? Wo ist unser Tierchen? Vielleicht kann ich es hier zuweisen. Ja! Da, oh mein Gott, und es ist noch ein Baby. Es ist ein Baby. Wie kann es denn schlüpfen? Ich möchte, dass es schlüpft. Oh, es dauert anscheinend noch. Da ist es. Oh mein Gott, Leute, ich flippe aus. Da liegt es. Es ist noch ein kleines Baby und es muss wahrscheinlich einfach noch schlüpfen. Ich kann es nicht aushalten. Es ist so mega süß. Aber Leute, nein, nicht gesagt, geht's jetzt zum Umstyling. Wir nehmen unseren Kleiderschrank vor. Was? Dann ziehen wir erstmal die Flügel aus und die Tasche. Und alles andere können wir jetzt quasi ändern. Jetzt ist die Frage, Leute, wir brauchen einen Sommerlook. Einen richtigen Sommerlook. Dafür brauchen wir... Fangen wir mal mit den Haaren an, Leute. Wir fangen jetzt mit den Haaren an. Wir machen das höchst professionell. Wahrscheinlich nicht, Leute. Diese Haare habe ich geschenkt bekommen. Die sind der absolute Wahnsinn. Und die sehen doch mega sommerlich aus. Oder was meint denn ihr? Sind die sommerlich oder die hier? Die sind auch voll sommerlich. Ich hätte gesagt, ich entscheide mich mal für diese Haare. Und Leute, falls ihr mir Haare geschenkt habt und jetzt traurig seid, dass ich jetzt die Haare gerade nicht trage, ich werde alle Haare mal tragen. Kein Problem. Ich habe mich, glaube ich, gestern auch dreimal umgezogen und jetzt machen wir einfach einen Sommerlook, weil es draußen mega warm ist. Zumindest bei uns. So, jetzt suchen wir uns ein T-Shirt aus. Das ist süß. Das ist auch süß. Oder so ein Kleidchen. Oh, Kleidchen. So, jetzt haben wir nur noch ein Bikini an, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen was bedecken. Wir hätten auch noch ein Kleid und noch ein Kleid. Ich hätte gesagt, wir nehmen dieses Top. Das ist super, super schick. Das, ich glaube, das kann man einfach immer tragen, Leute. Ein weißes Top mit einer Rose drauf. Ich denke, das geht einfach absolut immer. Oder was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Was tragt ihr immer so gerne? Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Unterteil. Von denen habe ich am tatsächlich allerwenigsten. Ich habe nicht so viele Unterteile. Aber Leute, wir wollen einen Sommerlook. Das heißt, wir brauchen eine kurze Hose oder ein kurzes Röckchen. Das ist auch mega cool, so emo. Aber da bräuchte ich so ein schwarzes Top dazu. Das sieht gut aus. Das ist mega süß. Das gefällt mir. Das gefällt mir super, super gut. Dann brauchen wir natürlich noch Schuhe. Wir haben jetzt gerade diese Schuhe an. Oh Gott, nee. Socken brauchen wir jetzt gerade keine. Das ist eigentlich ganz süß mit so hohen Schuhen, Leute. Was meint denn ihr? Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, welche Schuhe hättet ihr genommen? Also... Die echte Sandy, also ich, die hier jetzt gerade sitzt und das Video filmt, hätte diese Schuhe hier getragen. Weil ich meistens immer Turnschuhe trage, zu allen Anlässen, auch zu Kleidern. oder Ballerinas oder Turnschuhe, Leute. Aber ich denke, die MSP Sandy ist ein bisschen more fancy und trägt einfach diese wunderschönen Glitzer. Pumps, die Diamanten-Pumps. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie heißen, Leute. Es steht hier immer nicht dabei, wie sie heißen. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Und dann könnten wir mal gucken. Das ist auch super schön, aber jetzt sieht man die Rosen beim Shirt nicht mehr. Leute, ich bleibe bei der wunderschönen Kette, die ihr mir geschenkt habt. Die ist einfach wunderschön. Und ich hätte gesagt, mein kleines Tiara-Dingchen behalte ich und die Ohrringe behalte ich auch. Dann drücken wir jetzt erstmal okay. Da freut sich die Sandy. Sie findet es richtig klasse und sie winkt auch. Sie sagt, yay, ich sehe super gut aus. Und mein kleines Haustier ist immer noch nicht geschlüpft. Leute, das dauert bestimmt ein bisschen, Leute. Jetzt gucken wir mal, ob wir eins von zwei haben. Kaufe zwei Gegenstände. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das geklappt hat. So, dann chillen wir auf jeden Fall jetzt nochmal in unserem Raum ab mit unserem neuen Pet, der es noch keinen Namen hat. Gebt dem kleinen
Tierchen einen Namen und ich habe meine Räume ein bisschen eingerichtet. Mein Partyraum ist sehr abstrakt, Leute. Sehr abstrakt. Falls ihr auch Movistar Planet spielt, jetzt hätte ich es beinahe nicht rausbekommen, Leute. Falls ihr auch Movistar Planet spielt, dann schickt mir noch einfach eine Freundschaftsanfrage. Ich kann mittlerweile irgendwie 90 Freunde oder mehr haben. Ich nehme alle Freundesanfragen an. Ich freue mich immer super, hier mit euch ein bisschen zu chatten und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!